Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Begriff des Fahrplans in der Energiewirtschaft. Wir haben nämlich den Begriff Fahrplan hier auf dem Kanal noch nie mit einem eigenen Video komplett erklärt. Ich habe ihn immer mal verwendet und auch eingeordnet, aber die meisten verstehen ja bei Fahrplan erstmal, naja, Bus- oder Bahntaktung und wie das so eingesetzt wird. Es geht hier um was Ähnliches, nämlich um die Einsatzplanung und die Fahrweise eines Kraftwerks oder von irgendwelchen Erzeugungsanlagen für Strom, ne? Egal welche Art und Weise. Und dementsprechend ist der Fahrplan, naja, eine Prognose, wie ich wohl mein Kraftwerk, wie ich wohl meine Erzeugungsanlage einsetzen werde. Dieser Begriff, der kam letztens erst wieder in einem Video bei uns zu tragen, nämlich als wir uns mit den Themen der Bundesnetzagentur vom 31. März auseinandergesetzt haben. Da ging es ja auch hier um die Modalitäten für Bilanzkreisverantwortliche im Bereich von MABIS und dann eben die Prozessbeschreibung der Fahrplananmeldung in Deutschland. Die hat hier neue Versionen, sowohl die eigentliche Prozessbeschreibung, ne, vergleichbar mit GPKI und Co., aber auch die Regelung zum sicheren Austausch im Fahrplanprozess, wo dann eher so die technischen Hintergründe, die IT-technischen Hintergründe für die Datenübertragung nochmal genauer auseinandergenommen werden. Nun ist es so, dass ich, wie gesagt, diesen Begriff noch nie so richtig auseinandergenommen hatte. Was steckt also dahinter, wenn wir über Fahrpläne, Fahrplananmeldungen in Deutschland sprechen, in der deutschen Energiewirtschaft sprechen? Ihr seht ja hier, wenn ich jetzt nur auf das Titelblatt gehe, der Prozessbeschreibung, dass das veröffentlicht wird von den 4 Übertragungsnetzbetreibern, 50 Hertz, Amprion, Tenet und TransnetBW. Warum? Die Fahrplananmeldung, die Übertragung der Einsatzplanung eines Kraftwerkes war ursprünglich eigentlich nur wirklich dann so richtig wichtig und definiert durchzuführen, wenn man ein größeres Kraftwerk betrieben hat und dann dementsprechend die Daten mit diesen 4 Übertragungsnetzbetreibern austauschen musste. Also immer mit dem Übertragungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone man sein eigenes Kraftwerk hatte. Wenn man bundesweit tätig war, na klar, dann hat man mit all seinen Kraftwerken, mit auch allen jeweiligen Übertragungsnetzbetreibern zu tun gehabt. Das ist natürlich auch ein Thema für zum Beispiel virtuelle Kraftwerke, ne? Das ist ja dann so eine zentrale Schaltung von Hunderten oder Tausenden dezentralen Erzeugungsanlagen, Verbrauchsanlagen, Speichern und so weiter, die dann eben auch gewissermaßen mit so einer Fahrplananmeldung sagen, was speisen wir denn wann in das Netz ein? Also welche Energiemenge stellen wir wann eigentlich zur Verfügung und vielleicht auch noch wo genau? So, diese Fahrpläne sind also eigentlich ursprünglich der Austausch zwischen den etwas größeren Kraftwerksbetreibern und den 4 Übertragungsnetzbetreibern, damit die ein gutes Gefühl dafür bekommen, was wohl wann wo im Netz fließen wird. Für die kleineren, zum Beispiel Solaranlagen, ne, auf dem Dach von einem Einfamilienhaus beispielsweise, ne, da gibt es das natürlich nicht. Ne. Ich habe als Einfamilienhausbesitzer mit einem PV-Anlage auf dem Dach, habe ich ja jetzt nicht bei meinem Netzbetreiber hier bei den 4 Großen angerufen und gesagt, ne, ich produziere dann so und so viel. Nee, da ist es dann ähnlich wie bei kleineren Verbrauchern, ne, kleinere, dass man da mit einem Standardprofil arbeitet. Ne. Das Standardlastprofil für die Verbraucher und das Standardeinspeiseprofil SEP für kleinere Einspeiseanlagen, wo dann davon ausgegangen wird, dass ich eine PV-Anlage mit den Sonnenstunden so und so an dieser bestimmten regionalen Position folgendermaßen in etwa verhalten wird. Ne, so und so viele Kilowattstunden werden dann eben produziert. Das ist bei den kleineren Anlagen in der Vergangenheit einfach kein Thema gewesen, weil die zu klein sind. Nun haben wir ja aber mit dem Redispatch 2.0 irgendwann eine Erweiterung erfahren, nämlich, dass nämlich auch ganz viele kleinere Kraftwerksbetreiber mit den ganzen 900 regionalen Verteilnetzen auch noch Daten austauschen müssen über den Kraftwerkseinsatz, nämlich im Kontext des Redispatches, damit man hier Nachjustierungen durchführen kann. Und willkommen bei dem Begriff Redispatch und Dispatch. Der Dispatch, die Einsatzplanung, begrifflich, ne, Dispatch ist Englisch für Einsatzplanung, könnte man sagen, ist also die Kraftwerkseinsatzplanung mit einem Fahrplan. Und der Redispatch ist die Neueinsatzplanung vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber im Sinne von, du musst das bitte anders machen, sonst haben wir einen Engpass im Netz. So langsam aber sicher ergibt sich hier also ein Bild davon, dass der Fahrplan, der Dispatch, grundsätzlich die Einsatzplanung von Kraftwerken, von Erzeugungsanlagen ist und manche das in der Vergangenheit auf jeden Fall melden mussten, ein paar mehr das im Kontext des Redispatches melden müssen und noch ein paar andere
Da nimmt man einfach das Standardprofil an, bis irgendwann mal Smart Meter überall verbaut sind. Dann gibt es auch Echtzeitdaten. Also so langsam aber sicher haben wir eine Idee davon, was das alles bedeutet. Wenn ich dann hier in dieser Prozessbeschreibung mal rumscrolle, ne, dann sehe ich, ne, Inhaltsverzeichnis, Rahmenbedingungen, ne, dann sieht man erstmal so verschiedene Varianten, ne, Bilanzkreisen und regelzoneninterne Geschäfte, ne, so der Austausch zwischen mehreren Bilanzkreisverantwortlichen. Wenn der eine mal mehr und der andere weniger produziert hat als prognostiziert, kann der das noch austauschen und so weiter und so fort. Ne? Prognosemeldungen, Matching-Regeln, bis wann muss ich was eigentlich wie gemeldet haben. Das ist so hier erstmal Allgemeines. Bla bla. Auch hier zum Beispiel, ne, Gate Closure Time, das ist die Uhrzeit, bis zu wann welche Meldung eigentlich rausgegangen sein muss an den Übertragungsdienstbetreiber. Und dann sehen wir hier den Datenaustauschprozess im deutschen Marktmodell. Willkommen, hier müssen wir hin. Übersicht, Fahrplanabwicklung, Deutschland. So, wenn wir da hingehen und ein bisschen reinzoomen, das ist wirklich so schlecht aufgelöst, wie ihr das hier sehen könnt, steht hier also Fahrplanabwicklung Deutschland mit einmal der Übermittlung der Fahrplandatei. Aha, hier wird also eine Datei übermittelt, in der der Fahrplan steht. Also in der steht, wann ich mein Kraftwerk wie einsetzen werde. Und außerdem Übermittlung des SRQ. SRQ, was ist das? Auch da will ich euch mal den Tipp geben, wie man mit sowas umgeht in solchen Dokumenten. Ne? Hier steht einfach nur Übermittlung SRQ. Machen diese beiden Rollen hier. Ja, okay, aber was ist das denn? Dann gehe ich halt wieder zurück in das Inhaltsverzeichnis. Ganz am Anfang habe ich hier zum Beispiel dann ein Abkürzungsverzeichnis. Alles klar, gehe ich da mal hin. Dann scrolle ich hier so durch. Alles klar, okay, hier sind verschiedene Begriffe. Muss ich ja zu S gehen und dann sehe ich, ja, nee, das steht da gar nicht. Da steht gar nicht SRQ. Nicht von sowas irritieren lassen. Ihr müsst da manchmal ein bisschen kämpfen mit diesen Dokumenten, weil auch wenn das hier von den Übertragungsnetzbetreibern kommt, das ist dann in ähnlicher Form wie von der Bundesnetzagentur so ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht unbedingt für den Leser geschrieben worden, sondern das ist halt ein auch rechtlich bindendes Dokument, ein regulatorisches Dokument. Also muss man so ein bisschen damit kämpfen, um dahinter zu steigen. Folgendermaßen macht man das dann. Ich bin ja vorhin hier auf 4.1 Übersicht gegangen. Hier steht da drunter 4.2 Übermittlung der Fahrplandatei. Das war der erste Teil davon. Dann müsste ja die 4.3 sein. Ah, Übermittlung Status Request. SRQ. Status Request. Ah, eine Statusanforderung. Alles klar. So kann man auch mit diesen Dokumenten arbeiten. Das ist wirklich nicht ganz simpel. Also man darf da nicht Angst davor haben, hier mal wirklich mit auch vielleicht einer Suchfunktion zu arbeiten. Ne? Da kann man auch so machen. Okay. Also nochmal darauf zurückkommend, läuft es darauf hinaus, dass wir also hier definierte Prozesse haben für die Übermittlung der Fahrplandatei, also wie werde ich mein Kraftwerk einsetzen, von an und eben auch hier nochmal eine Statusmeldung, die das vielleicht nochmal bestätigt oder korrigiert oder was auch immer. Wenn ich dann runtergehe, ne, sehe ich hier Übermittlung der Fahrplandatei, ähnlich wie wir es in unseren anderen Marktregeln wie GPKE und MAPIS und so weiter kennen, ist dann hier ja, so ein Übersichtsdiagramm und so eine Tabelle, die erstmal beschreibt, was soll hier gemacht werden. Ne, der Bilanzkreisverantwortliche, das ist dann so der, ich sag mal, Vermarkter des Kraftwerks, ne, oder der Erzeugungsanlage, hat dem Übertragungsnetzbetreiber den Fahrplan erfolgreich übermittelt. Das ist das Ziel dieses Prozesses. Der Übertragungsnetzbetreiber hat dann dem Bilanzkreisverantwortlichen ein ACK gesendet. Ein Acknowledgement, also eine Bestätigung der Einsatzplanung. Und der ÖNB hat gegebenenfalls den Bilanzkreisverantwortlichen über den aktuellen Stand seiner Anmeldung im Rahmen eines ANO und oder CNF informiert. Anomaly Report, so eine Besonderheitenmeldung. Oder CNF. CNF steht tatsächlich in der Abkürzungsverzeichnis, wenn ich mich nicht irre. Nochmal gucken. Oder nee, doch nicht. Bin ich jetzt blöd? Ach, Hilfe. Jetzt seht ihr, dass auch ich nicht ganz perfekt bin. Ein CNF. Ja, das machen wir jetzt mal ganz einfach. CNF. Machen wir das nochmal. Ah, Confirmation Report. Natürlich bin ich ein Blöde. Ja, Anomaly Report und Confirmation Report. Alles klar. Also eine Bestätigung in diesem Sinne. So, gehen wir wieder auf die Stelle, wo wir gerade waren. So, und dann sehen wir auch hier, das ist relativ simpel, ne? Bilanzkreisverantwortlicher, Schritt 1, Fahrplan, Datei übermitteln an den ÖNB. Der sagt Acknowledgement oder Anomaly oder Confirmation. Das sind jetzt verschiedene Stati der Verarbeitung dieses Einsatzplans. Ne? Das ist auch hier, ne? Jeweils muss es sofort gemacht werden, jedenfalls immer dann, wenn es notwendig ist.
Ihr seht auch hier nochmal die Hinweise auf, ne, zum Beispiel die Fristen, ne, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, das sind auch so Zeiten, die ihr dann kennenlernen werdet, wenn ihr euch nochmal mit diesen Gate Closure Times und so weiter beschäftigt. Ne, auch hier GCT, 18 Uhr und so weiter. Also es gibt hier jede Menge Hinweise, auch hier nochmal in so schönen Diagrammen dargestellt, wann, was, bis wann eigentlich zu machen ist, im Day Ahead, im Intraday und im nachträglichen Korrektur. Handel oder Meldungen, jeweils welche Uhrzeiten hier zu nehmen sind, ne? Day Ahead Gate Closure Time, Day Ahead Cutoff Time und so weiter. Also ist wirklich viel schöne Erklärung für diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt hatten. Und dann freundlicherweise, das finden wir in GPKI und Co. nicht mehr, ist hier ein richtiges Aktivitätsdiagramm, also so eine Art wie Flussdiagramm, in welchem dann auch beschrieben wird, wann, ne, Acknowledgement Message, Eingangskontrolle hier zu schicken ist. Also wann kommt die ACK-Datei und so weiter. Also da kann man so langsam aber sicher dann auch sich vorarbeiten, ne, Verifizierung der Daten, ACK und Confirmation oder eben auch nochmal die Anomaly, müssen wir an anderer Stelle schauen. Ne, hier Datenprüfung ohne Befund mit Fehlern, bla bla bla. Also hier ist viel beschrieben, wie das konkret läuft. Wichtig dabei nochmal, auch hier am Anfang stand ja schon, es geht um die Übermittlung der Fahrplandatei. Es muss also eine IT-technische definierte Beschreibung geben, wie die Datei auszusehen hat. In dieser Meldung der Bundesnetzagentur hatten wir neben der Prozessbeschreibung Fahrplanmeldung ja nochmal eine Regelung zum sicheren Austausch im Fahrplanprozess. Austausch im Fahrplanprozess, Datenaustausch, klingt ja schon mal danach, dass wir das da drin finden würden. Wenn man dieses PDF noch öffnet, das hatte ich im anderen Video auch angedeutet, sehen wir aber an sich die IT-technische Beschreibung, wie hier Daten zu übertragen sind, nämlich entweder per E-Mail oder per AS4. Das ist noch nicht eine Beschreibung des Datentyps oder des konkreten, ne, wie wir es sonst kennen würden, UTIL-MD, MS-Cons oder wie auch immer, sondern das ist nur, wie wir es auch dann später ja haben werden bei Edifact, dass man das bisher als E-Mail-Anhang verschickt und dann demnächst als AS4-Server-Meldung praktisch hin und her sich austauschen lässt. Also es ist, ich sag mal, automatisierter möglich als per E-Mail-Anhang bisher. Hier ist also nur eine technische Beschreibung, wie das zu verschlüsseln ist und zu übertragen ist und so weiter, also Übertragungsweg und Konsequenzen bei Nichtanhalten. Das ist also noch nicht so richtig hilfreich, um die einzelne Datei kennenzulernen. Wenn wir dann bei EDI at Energy reinschauen, ne, wo wir die EDI-Facts finden, dann würde man so durchgehen, ne, IFSTAR ist ein Status Report oder Inspection Report und Orders, alles nicht so das Richtige. Na, MS-Cons, MS-Cons ist ja nicht nur ein Zählerstand, oder ein Lastgang. Apropos Lastgang, ein Lastgang ist ja eine Zeitreihe. Zeitreihen werden per MS-Cons übertragen. Ein Fahrplan, eine Einsatzplanung eines Kraftwerks könnte ja auch eine Zeitreihe sein. Also würde man erstmal denken MS-Cons, aber es ist nun mal so, ich habe es vorhin schon erwähnt, diese großen Kraftwerke hier, die wurden ja nur in der Vergangenheit zwischen den großen Kraftwerksbetreibern und den vier Übertragungsnetzbetreibern schon ausgetauscht, bevor wir zum Redispatch kamen, zum Redispatch 2.0. Das war ja nie Teil unserer EDI at Energy Welt. Das war ja nie Teil unserer definierten EDI-Fakt Welt, wenn wir so, ich sag mal, den restlichen Kern der Energiewirtschaft betrachten. Das war ja immer so eine eigene Welt zwischen denen, der sogenannte Kraftwerkseinsatzplanungsprozess, KWEP, KWEP, wer sich daran noch erinnert. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, wo man das nachlesen kann. Das ist also vermutlich gar nicht EDI-Fakt, wenn wir uns darüber mal so Gedanken machen. Also egal, ob das jetzt solche Kraftwerke sind oder die größeren Erneuerbaren, die, wie gesagt, ja auch als virtuelles Kraftwerk eventuell mit sehr, sehr großer Leistung am gesamten deutschen Stromnetz hier handelbar sind, die haben das wahrscheinlich gar nicht per EDI-Fakt gemacht. Also müssen wir noch ein bisschen weiter nachdenken. Wenn wir also hier bei EDI at Energy weiter scrollen, wissen wir ja auch mittlerweile, dass es so im Kontext des Redispatch 2.0 andere Dokumente gibt, die gar nicht EDI-Fakt sind, sondern XML. Wenn man hier so schaut, ne? Acknowledgement oder auch dann weiter Status Request. Das erinnern wir uns, das haben wir gelesen im Prozess der Fahrplananmeldung. Dann sehen wir ja auch etwas, was da heißt Blend Resource Schedule Document. Geplante Ressourcenplanung. Schedule ist so Zeitplanung, könnte man sagen. Okay. Also Planned Resource Schedule ist eine Einsatzplanung. Das ist also das Dokument für die Einsatzplanung. Hier finden wir es. Das ist eine XML-Datei. Und wer sich ein bisschen mit der Historie zwischen den großen Kraftwerken und den UNBs nochmal auseinandersetzen will,
Da kann man anschauen bei netztransparenz.de, der Informationsplattform der vier großen Übertragungsnetzbetreiber. Aber hier die EU Network Codes und CEP. Wer sich ein bisschen reinlesen will. Einerseits SO-Verordnung. Das sind so die Stammdaten zwischen Übertragungsnetzbetreibern und anderen Marktteilnehmern. Dann finden wir so ein bisschen was zum Datenaustausch. Und dann kann man noch weitergehen, ja, zu Konsultationen, Beschlüsse, Implementierungsvorschriften. Da findet man so ganz viele Dokumente, die ein bisschen beschreiben, wie der Datenaustausch, ne, rund um solche Stammdaten von Kraftwerken und so weiter zu denken war. Da finden wir schon mal erste Infos. Und dann kann man noch mal weitergehen. Das liest man halt nicht am Anfang, man muss ja wirklich sich durchklicken. CACM-Verordnung. Und dann mal gucken, wo es ist hier. Generation and Load Data Provision Methodology. GLDPM. Und Generation ist ja Erzeugung und Load Data ist ja Lastdaten zur Verfügungstellung. Ne? Provision Methodology, also die Methodik, wie man das macht. GLDPM, da können wir draufklicken. Da sehen wir hier auch nochmal. Hier haben die UNBs irgendwelche Dokumente gemacht und wenn man da mal so weit guckt, ne, sehen wir hier zu Queb-Info, hier geht es also durchaus um den Kraftwerkseinsatzplanungsprozess. Ihr findet dazu auch, wenn ihr nach Queb und Kraftwerk oder UNBs sucht, findet ihr auch hier zum Beispiel Infos, die heißen dann ERRP auf den Seiten der Übertragungsnetzbetreiber. Da könnt ihr ganz viel drüber nachlesen, wie das zum Beispiel auch in der Vergangenheit zu machen war. Und auch sehen wir hier, ne, Prozess- und Formatbeschreibung, da sehen wir auch hier nochmal XSD, das ist als XML. Auch hier, alle Dokumente des Veröffentlichungspakets werden weiter unten auf dieser Website in einer ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Ihr könnt also auch hier scrollen, scrollen, scrollen. Findet dann hier zum Beispiel, ne, Stand 2017 hier, eine ZIP-Datei, verschiedene Varianten mit den Beschreibungen, wie das dann zu laufen hatte. Und ich verrate euch mal, ihr findet dort im Großen und Ganzen, wie auch hier bei Eliot Energy heute modern, Planned Resource Schedule Documents zum Beispiel als Dokumentenbeschreibung. Also können wir uns mal vorstellen, das, was zwischen den Großkraftwerken und vier Übertragungsnetzbetreibern in der Vergangenheit schon lief im Sinne dieses Kraftwerkseinsatzplanungsprozesses, QEP, ist im Großen und Ganzen auch das, was wir jetzt als Redispatch 2.0 Einsatzplanungsdokument kennen, nämlich diese Planned Resource Schedule Documents, die wir hier auch bei Eliot Energy jetzt finden können. Wenn man da dann reingeht, haben wir eine, wie auch bei Edifact im Großen und Ganzen bekannte Formatbeschreibung. Diese Formatbeschreibung sieht nur ein bisschen anders aus. Ne? Muss man sich halt ein bisschen mit anfreunden. Hier am Anfang, wie immer, so einen gesamten Baum des Aufbaus, ne? So Document Identification, Sender Identification, Receiver Identification. Ne? Also wer hat das gesendet und wer empfängt und was ist die jeweilige Rolle, Datum und so weiter. Das sehen wir hier, ne? Planned Resource, Time Series. Eine Time Series ist eine Zeitreihe, also das ist die Zeitreihe der Ressourceneinsatzplanung. Na, auch hier dann Business Type, worum geht es dabei eigentlich, was ist das Produkt, was ist das Ressourcenobjekt, also welche konkrete Anlage, Grid Operator ist der Netzbetreiber, also weiter, ne? Measurement Unit, um was geht es eigentlich, ne? Kilowattstunde in dem Sinn oder Megawattstunde im Regelfall und dann ne? Period, Time Interval, Resolution, was ist die Zeitauflösung? Um wann geht es eigentlich? Ne? Wir haben ja immer eine viertelstündige Betrachtung pro Tag. Sind das also 96 Werte? Intervall, Position und Quantity. So langsam aber sicher kann man sich da also rauslesen. Hier geht es dann irgendwann mal um die konkrete Angabe von Megawattstunden pro Zeitraum. Okay. Diese XML-Dateien sind also genau die Formatbeschreibung, wie diese Einsatzplanungsdokumente zu befüllen sind. Also die Einsatzplanung, der Fahrplan sind diese XML-Dateien hier, die hier beschrieben sind. Das ist jetzt für den nicht unbedingt XML-Techniker ein bisschen konfus, ähnlich wie Edifact-Dateien. Aber auch hier am Ende kann man sich schön durchlesen, wenn man sich daran traut. Also mal schauen, ne? Sender Identification, hier muss also eine Marktpartner-ID reingeschrieben werden, überrascht niemanden. Ne? Rolle ist dann im Zweifel, hier Grid Operator ist der Netzbetreiber, Resource Provider, Data Provider, das sind also dann die Bilanzkreisverantwortliche oder dessen Dienstleister. Dann gehen wir noch weiter. Und dann haben wir zum Beispiel hier Business Type,
Production, also Erzeugung oder Consumption, Verbrauch oder verschiedene andere, ich sag mal, Auflösungen von Informationen, ne? Wind Generation, Solar Generation, das sind also oder wärmegebundenes Redispatch-Vermögen, so Angaben darüber, was wir hier gerade eigentlich übertragen, jeweils mit hier diesen Infos. Und dann kann man nochmal einfach weitergehen und sieht dann zum Beispiel mal, wo haben wir es denn mal? Measurement Unit hier. Hier wird die physikalische Einheit des im Element Quantity angegebenen Wertes spezifiziert. Und dann sehen wir, was geht da? Megawatt oder Prozent? Megawatt. Also Measurement Unit, Megawatt. Und wir haben jetzt hier gerade gelesen, im Element QT, also Quantity, da kann man einfach ein bisschen mal weitergehen. Und dann finden wir ganz am Ende hier Quantity. Quantity Type. In diesem Element wird der Wert der physikalischen Größe übermittelt, die über Measurement Unit, gerade eben, Megawatt, und Product, Product haben wir oben schon gesehen, eindeutig spezifiziert ist. Also, meinetwegen geht es um die Produktion und es geht um Megawatt und hier steht dann die Zahl drin. Pro Zeitauflösung wiederum. Wir können auch gleich mal gucken, wegen der Zeitauflösung. Hier sieht man dann, ne, maximal 3 Nachkommastellen, hier Megawatt, da kann man hier also sehen, was da angegeben werden kann in dieser Struktur. Das ist, wie gesagt, jetzt IT-technisch. Aber auch da nochmal können wir also davon ausgehen, wer sich so nach und nach hier durchkämpft, kriegt dann irgendwann ein Gefühl dafür. Moment, was habe ich jetzt eigentlich gesucht? Period, Time Interval, genau, Time Interval müsste es doch sein. Ist Angabe im Interval, habe ich noch für den Tag, Zeitintervall. Jetzt wollte ich mal gucken, ob das hier nochmal steht. Ah, ne, hier steht es doch. Interval. Viertelstundenauflösung. Das Element Interval ist in der Regel maximal 96 Mal wiederholbar. Wiederholbar, also wird in dieser Datei geschrieben 0 Uhr bis 0 Uhr 15, Wert. 0 Uhr 15 bis 0 Uhr 30, Wert. 0 Uhr 30 bis 0 Uhr 45, Wert. Und so weiter. Ne? Also, das ist offensichtlich eine Beschreibung des Fahrplans. Ganz klar. Auch hier nochmal Hinweis, ERRP-Guide. Ne? Auch da kann man also nochmal danach googeln, wer sich mit diesen Dokumenten mal auseinandersetzen will. Das findet ihr bei den Übertragungsnetzbetreibern. Einfach mal ERRP oder QEP mit dem Namen des Übertragungsnetzbetreibers, dann findet ihr da Landingpages. Ansonsten, wie gesagt, hier bei netztransparenz.de findet ihr auch so ein bisschen was. Und damit haben wir dann langsam also eine Idee davon, was ist die Übermittlung der Fahrplandatei? Diese XML. Und die wird eben vom Bilanzkreisverantwortlichen klassischerweise an den Übertragungsnetzbetreiber übertragen. Und der kriegt dann irgendwann sein Acknowledgement, sein Anomaly oder sein Confirmation Report. Okay, das ist im Großen und Ganzen der Fahrplan in der deutschen Energiewirtschaft. Das Ganze ist so übrigens auch nicht nur in Deutschland zu nutzen, sondern europaweit. Und auch sind wir hier, ne? Nach erfolgreicher Einführung des Fahrplanformats ESS, N2E Scheduling System für den operativen Gebrauch im Jahre 2003 haben sich durch wachsende Anforderungen verschiedene Änderungen und Neuerungen ergeben. Innerhalb Deutschlands wird das Ein-Bilanzkreismodell zur Übermittlung der Fahrpläne beim ÖNB verwendet, um die Fahrplanabstimmung zwischen den ÖNBs einfach und übersichtlich zu gestalten. Naja, einfach zu gestalten. Also diese Anführungsstriche hier, die müssten eigentlich bei einfach stehen. Und an Auslandsgrenzen kann abweichend dazu das 1:N oder wie auch immer Nominierungsmodell zur Anwendung kommen. Siehe Anlagen, also auch das nochmal nachlesbar. Worauf ich hinaus will? N2E ist der europäische Verband der Netzbetreiber. Für Strom, ne? E ist hier Electricity, N2G wäre dann Gas. Wer sich also europaweit damit auseinandersetzen will, wie das läuft, sucht nochmal nach ESS in Verbindung mit Electricity, Redispatch oder Dispatch oder sowas. Da finden wir auch jede Menge Dokumente bei N2. Und wer sich jetzt hier weiter reinlesen will, hat jede Menge Möglichkeiten mit dieser Fahrplanbeschreibung selbst oder eben dann mit den diversen Anlagen, wie hier, ne, Anomaly Report, Confirmation Report, wie hat das auszusehen? Oder dann eben mit zum Beispiel den Dokumenten beim den Übertragungsnetzbetreibern. Und so kriegt man dann nach und nach ein Gefühl dafür, wie eigentlich diese Fahrplananmeldung in Deutschland zu verstehen ist und was ein Fahrplan ist, nämlich nichts anderes als der Hinweis, wie die Kraftwerkseinsatzplanung von den Anlagen in Deutschland zu laufen hat. Das ist halt wichtig, weil wir am Ende des Tages dann natürlich eine Bilanzkreisbewirtschaftung machen. Also der Bilanzkreis selbst ist ja das Energiemengenkonto eines Portfolioinhabers. Der hat auf der einen Seite Erzeugung, auf der anderen Seite Verbrauch. Erzeugung
ist dann praktisch das, was der Kraftwerksbetreiber erzeugt. Und Verbrauch wäre in diesem Fall das, was er verkauft, an der Börse oder direkt. Und das ist dann bestenfalls ausgeglichen. Damit ist er sauber. Oder sein Vermarkter, besser gesagt. Und dann irgendwann an anderer Stelle hätten wir zum Beispiel den Energieversorger, der seine Endkunden hat. Der hat das bei Verbrauch, ne, hat den Verbrauch seiner Endkunden. Und bei der Erzeugungsseite des Bilanzkreises hat er dann eben das, was er sich von diesen Kraftwerksbetreibern einkauft. Ne, was er dann über die Börse zum Beispiel auch sich beschafft. Das muss ja am Ende alles ausgeglichen sein. Und dieser Ausgleich funktioniert natürlich nur, wenn wir vorher prognostizieren können und dann nochmal korrigieren können. Und dementsprechend brauchen wir Infos darüber, was eben auch die Erzeugung so ausmacht. Das sind dann diese Fahrpläne. Und an anderer Stelle Standard-Einspeiseprofile und so weiter. Das ist also wie so oft eine ganz komplexe Hintergrundwelt für das große Ziel, dass wir einen ausgeglichenen Energiemarkt haben, der eben nicht nur dort läuft, dass wir das konkrete, ausgeglichene, physikalische, elektrotechnische Stromnetz haben, ne, also dass die Stromflüsse ausgeglichen sind, immer genauso viel da ist, wie verbraucht wird in dem Moment, sondern eben auch, dass die Marktseite mit der Betrachtung der einzelnen Kilowattstunde schön ausgeglichen ist, jede Kilowattstunde jederzeit in irgendeinem Portfolio steckt und das Portfolio eigentlich auch zu jeder Zeit ausgeglichen ist. Und damit eben auch ein Markt ausgeglichen ist. Und damit dann schlussendlich auch das Netz ausgeglichen ist. Naja, okay. Habt ihr grundsätzlich mal Fragen oder Anmerkungen zum Thema Fahrplan, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer auch bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.